Der Typ tut so, als würde der Wasser für ein ganz afrikanisches Dorf auf dem Rücken haben, während er läuft. Ja. Ich meine, klar, so ein Panzerschreck ist definitiv nicht. Oh, Maria. Die Ladungen können hier kaum was anhaben. Aber wenn die Säulen nachgeben, könnte ich das Ding begraben. Also dann, Zeit, das Ding auszuschalten. Er rennt dahin, springt da rein. Und sobald die Katze da endet, sieht man, dass der Aufzug nicht mehr losgefahren ist. Ich hab's endlich verstanden. Der Typ hat einen James Bond-Komplex. Also, ich muss gestehen: So, Sniper Elite ist jetzt für mich kein Spiel, was ich aufgrund von Story spiele. Ne, also Nazis böse töte, ist für mich mehr als genug Story. Da brauchte ich jetzt kein Nein, ich bin nicht so wie du, Moment. All das halt irgendwie komplett fehl am Platz wirkte. So, die sehen sich gerade zum ersten Mal und plötzlich kommt der Antagonist mit dem Satz: Nein, wir sind wie einander, wir sind wie Brüder. Und so, okay. Seid ihr das? Ihr seid euch so ähnlich. Shit. 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 Minimale Probleme an dieser Stelle. Er hat ihm halt nicht wirklich ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte, leider. Leider, leider. Ach, guck mal, da ist noch ein Geräuschmacher. Macht der Geräusch oder muss ich den erstmal kaputt machen? Oder anhauen? Damit der Geräusch. Ah, ich muss den erstmal anhauen, damit der Geräusch macht. Komme ich hier durch? Natürlich komme ich ja nicht durch. Kann ich ihn von hier anschießen? Konnte ich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er mit dem Fahrstuhl. So, einmal ganz kurz. Bonk. Er mit dem Fahrstuhl schnell genug runtergekommen wäre, als dass die Explosion ihm keine Probleme gemacht hätte, aber okay. Okay. Naja, naja. So. Gut, jetzt muss ich einmal da hoch. So, hier unten scheint ja auch niemand mehr zu sein. Mir fehlen auf jeden Fall noch zwei Pläne. Weiß nicht ganz genau, wo ich an die kommen soll, aber klar. Rambo Elite 3 halt, ja. Dafür, also grundsätzlich mag ich Sniper Elite. So, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man Sniper Elite spielt, weil, oh, bei der Story. Es gibt bestimmt Leute, die Story sehr mögen. Missversteht mich nicht. Aber für mich ist es halt. Yay! Pew Pew Simulator! Und ich glaube, für ganz viele andere. Oh, Jesus, die Lagerhalle hier ist riesig. Ich mag Story. Also sagen wir es mal so. Ich finde es halt cool, dass man ein Narrativ hat, was sich durch die Spiele durchzieht, ne? Dass man da halt. Dass man einen Grund hat, warum man sich bewegt. Ne, und das finde ich auch relativ schlüssig, soweit immer, ne? Hier mit ein ganz großer neuer Panzer, der den Krieg grundlegend verändern kann. Aufhalten, ist gute Story. So, es ist eine grundsolide Story, brauchst du nichts dran rütteln. Ist etwas, kann man nachvollziehen. Starker Panzer gleich doof. So. Gott, schaut euch mal an, wie viele Leute hier rumchillen. Kann ich ihn von. Nee, ich kann ihn nicht erschießen. Nee, das ist zu weit.
deswegen brauche ich da jetzt keinen supermäßig geil James Bond-Moment und sowas. Es ist mir auch persönlich einfach lieber, wenn meine Feinde oder die Gegner, gegen die ich kämpfe, halt einfach gesichtslos sind. So. Ne, dass man sie quasi ersetzen könnte mit, das sind die Ugdag da da da. Ist ganz böse. Töte sie, so, okay. Dudes sind böse, müssen getötet werden, klar, machen wir. So, wann bist du in Tötungsreichweite? Gott, damit kommst du ein bisschen näher. Und ich meine, im ersten Teil war es ja sogar so, da haben, im ersten Teil sage ich, im zweiten Teil haben wir einen amerikanischen Scharfschützen gespielt, nice Schuss. Wo dann auch die Dualität gezeigt wurde im Sinne von, nur weil man mit der Sowjetunion auf einer Seite kämpft, heißt es nicht, das sind deine Verbündeten. Ne, dass wir auch gegen die, gegen sowjetische oder halt russische Dudes ankämpfen mussten. Und das geht auch noch voll klar. So. Damit habe ich auch kein Problem. Ich glaube in... Ach nee, das ist der Panzer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in dem Ding ist da der Plan drin. Oh Gott. Jetzt ein bisschen unglücklich. Ich habe hier keinen Geräuschemacher, den ich nutzen kann. Als... Ich will jetzt auch nicht unbedingt auf Rambo spielen. Aber ich sehe gerade kaum... Warte, wir gehen nochmal in die andere. Wo ist denn der Geräuschemacher, den ich da auf... Ist das der Geräuschemacher, den ich auf der Karte sehe? Nee, das ist irgendwas komplett anderes. Oder macht das Geräusch und ich bin einfach nur zu weit von dem Ding entfernt, als dass es für mich Geräusche machen kann. Das kann natürlich auch gut sein. So. Nee, ach, da ist er. Da kann ich aber nicht draufschießen von dir, weil ich nicht tiefer als das zielen darf. Das ist ja doof. Ah, nee, sorry, du kannst hier, So, zack. Hab ich's getroffen? Ja. Nice. Kriege ich hier oben dann auch Schutz, da, geräuschemäßig? Warten wir mal ganz kurz. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch simpel für mich. Simple and clean. Da. Entschuldigung. Jetzt habe ich simple und clean im Ohr. Mist. So, das sind meine beiden Helden, die mich fast erkannt hätten. Warum ist der Typ hinter ihm gestorben, aber er nicht? Das möchte ich ganz gerne erklärt haben. Okay. Sachen, die nicht gut sind. Das. Ich bin in einer minimalen Zwickmühle hier. Oh, fuck. Wusste nicht, dass da noch mehr Leute rauskommen können. Ich habe auch gerade keine Handgranaten.
mich irgendwie um die Dudes kümmern zu können. Er ist hier irgendwo. So. Da 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 da. Oh, das war so ein Cluster, Dudes. Ah, ich bin jetzt ein Ghost. Spoopy. Okay. Merken wir uns, nicht versuchen, irgendwas von dieser Map auf mich zu lenken. Andernfalls haben wir ganz, ganz großes Problem. So, hier unter mir ist noch ein Dude. Den ich aber nicht sehe, der ist halt direkt unter mir. Ich mache nur mein Hard Safe, ne, bevor jetzt alles hier den Bach runtergeht. Schau mal, guck. So, mich um den gekümmert. Huh. So, ich brauche ein bisschen mehr HDR-Munition. Hat einer von euch HDR-Munition? Das ist sehr lieb von dir. Das ist auch sehr hervorragend. Oh, nein, nein, nein. Okay, sehr schön. So. Jetzt einmal hier links an den Pfosten und dann muss ich noch da ganz hinten zu dem letzten Pfosten. Riechst du das? Was denn? Den Sieg. Nee, ich weiß nicht, wovon du sprichst. So eben kurz Nachschlag geholt. Was gibt's denn? Hallo Schans obere Gesichtshälfte. Da ist ein Generator. Oh, hätte ich eine Handgranate, ne? Die könnte ich voll geil da reinzimmern. Safe mit Pizza. Oh, dann muss ich auch nochmal irgendwann machen. Ich bin da bisher immer zu faul für gewesen. Soll ich sie erschießen? In Deckung! Sei vorsichtig! Schüsse! Unten bleiben! Goddammit! Diese dumme Reling, Alter! Könnt ihr was erkennen? Vorsicht! Er ist hier irgendwo! Sicher das Gebiet! Und tatsächlich geht es schneller als manch anderes. Nach dem Ding muss man ja nur noch warten. Genau. Was am aufwendigsten oder am längsten dauert, ist halt wirklich den Hefeteig vorzubereiten, ne? Weil der halt eine halbe Stunde gären muss, aber anders als das. Der. What? Wie hast du mich gesehen, Dude? Jetzt nur nicht unachtsam werden. Okay, ein kleines Problem, was relativ groß ist. Überall sein. So. Was flabberst du da herum? Lass dein Bein in Frieden. Ja, okay. Macht ihr dann die Tomatensoße für die Pizza selbst oder kauft ihr die einfach? So, hier ist noch ein Kriegsbrief. Den wollte ich nämlich eigentlich haben. Nachrichten von zu Hause. Sehr geehrtes Ehepaar Hauptmann, leider musste ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn bei einem Kampfeinsatz um Leben kam. Beigefügt ist ein Brief, der im Falle seines Todes an Sie weitergereicht werden sollte. Oberst Heinrich Klein.
Liebe Mutter, liebe Vater, dass ihr das hier lesen müsst, betrübte mich sehr. Ich wollte immer, dass ihr stolz auf mich seid. Darum tut es mir leid, dass ich euch nun solchen Kummer bereiten muss. Euer Sohn Ernst. Ernst Hauptmann? Ei. Ist du noch nicht unachtsam, steht mit im Raum und guckt sich nicht um. Guter Plan. Ja, er ist nicht unachtsam geworden, du. In die Richtung, in die er geguckt hat, hat er alles mitbekommen. So. Achso, guck mal, was ist denn das hier für ein Raum? Kriege ich hier einen der Waffenpläne? Nein. Glaube ich. Doch. Das heißt, hier ist noch ein... Oh. Schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Fertigteil haben wir gekauft. Geht einfach sehr viel schneller. Komplett selber müsste ich mal probieren. Aber ich würde mich freuen, wenn ich es mal lernen könnte. Problematisch und Backofen, der ist kacke. Irgendwie flimmert die Hauptziele des Scrollen ganz komisch bei euch. Oder ist das jetzt nur bei mir auf diesem Mini-Vorschaubildschirm? Hefeteig geht super einfach. Musst du halt, also ich kann dir ein Rezept geben für ein, das würde für ein komplettes Backblech reichen. Ne, sprich, wenn du den durch zwei teilst, dann kriegst du damit raus zwei Runde, okay, du siehst kein Flimmern. Dann ist das nur, weil das so runterskaliert ist, ein Vorschaubild. Müsst du dir halt durch die Hälfte teilen und dann hat jeder von euch ja so, oder halt, 1:3, je nachdem, wie sehr ihr da Hunger habt. Und das geht auch relativ einfach. Das ist halt wirklich nur Wasser, Mehl, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, Butter. Ne, das kneten und dann kannst du das für eine halbe Stunde zu... Also entweder in den wärmsten Raum, den du hast, für eine halbe Stunde, bis dass der schön aufgeht, oder aber für eine halbe Stunde bei 50 Grad im Ofen. Ne, oder könnt ihr auch ein bisschen länger haben, ne? Also ist jetzt nicht so, nach einer halben Stunde ist der Teig kacke. Ne, dementsprechend, zack. Wisst ihr das? Okay, da ist irgendwo ein Dude. Riechst du das? Diesen Geruch, diesen geruchigen Geruch. Ich wurde getötet, wir haben angegriffen! Vorsicht! Diesen geruchigen Geruch von du kannst du solltest aufhören, diesen Mini-Shooter zu verwenden. So was nämlich immer gerne Rezepte sind Wissen. Ja, das ist halt der Teig, den ich für meinen Zwiebelkuchen nutze. So, und ist halt echt, schmeckt halt, ne? Na, Alternis, was geht da bei dir? Ich kann dir auch mein Pfannkuchenteigrezept geben, wenn du magst. Nein, ihr findet ihn nicht. Denn er ist ein Geist, Spoopy. Mein Panzerschreck schaut heraus. Also, was ist das für ein komisches, langes Ding, was ich da sehe? Ich mag keine Pfannkuchen. Okay. Weil genau das werde ich mir morgen machen, Pfannkuchen. Habe ich mir heute die Zutaten für gekauft. Und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Da ist ein Panzerschreck drin. Shit. Kacke, fuck, shit. Irgendein Sniper hat mich im Visier, das ist nicht gut. Sachen, die nicht gut sind, das. Das kann ich nicht sagen, weil da ein Not zu sehen ist. Ich bin Not! Hallo Not. Geht, schuh, das war nur der Wind! Okay, danke. Immer lieb, wenn sie darauf reinfallen. Ich hatte gehofft, dass hier der letzte Plan ist, aber jetzt muss ich wohl noch weiter hier umher zirkeln und aufpassen, dass ich mich fast umbringe. Oder so. Ach, guck mal, hier sind ein paar... Eine Luger, Panzerschreck,
Panzerschreckmunition. Oh Gott, das macht mir Sorge, wenn ich die Panzerschreckmunition sehe. Sachen, die nicht gut sind. Panzerschreckmunition zu sehen und einen zu bekommen. So. Bitte du zähl mich nicht. Oh Gott, da ist noch irgendjemand anders bei ihm. Oh, wer lebt in der anderen? Das ganze tiefe Meer. Ich sehe ihn! Weiße, geht in Deckung! Weiße, er sieht mich einfach aus der Peripherie heraus. Und brüllt erstmal als allererstes. Das ist ja super. So. Ich werde noch nicht das letzte Care-Paket anbringen. Fangfrage, Onkel Benz liebt den anders. Bei an der Wand habe ich kein Büro gesehen, ne? Weil von dieser Seite kam ich ja schon mal. So, ich brauche ein bisschen mehr HDM-Munition, weil die mir wirklich bald wieder ausgeht. Außer da oben ist irgendwo ein Büro, was ich übersehen habe. Habt ihr ein Büro gesehen, was ich noch nicht gesehen habe? Weil da könnte noch der letzte Plan sein, den ich brauche. Oder ich habe den wirklich verpasst. Das wäre natürlich ein bisschen schade, weil ich dann eine Nebenmission verkackt hätte. So, das sind zwei Dudes da vorne. Okay, also wir müssen jetzt immer auf den Sound warten und dann hoffen, dass wir beide mit einem Schlag erledigen. Ne, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sind zwar nicht 7 auf einen Streich, aber nahe genug dran. Okay, nice, das hat niemand mitbekommen. Also muss ich kryptisch schreiben. Taschenmonster haben gegeneinander gefightet und der Spoilerschutz Schapadapa, Panferno, Plumpflums, Kastatur, Hatschua, Spoilerschutz. Und dann hat jemand gewonnen und ein anderer verloren. Ach so, ah, okay. So, hat mich jetzt wirklich jemand belauscht anscheinend. Na, er so, ja, Oh, guck mal, das ist jetzt... Ich glaube, ich habe den Kollegen hinter dir schon umgebracht, konnte dich aber nicht töten, weil du... ein bisschen doof standest. So viel Munition und nichts davon für mich zu gebrauchen. Hey, ich bin wieder ein Geist. Spoopy. Wenn immer dieses leichte Trommeln... Komm, denke ich, irgendjemand hat einen Basketball fallen lassen. Ist das ein Büro? Nee, ne? Ist das eine Tür? Das ist auf jeden Fall eine Tür, aber nicht das Büro, was ich suche. Verzeihen Sie, ich suche gerade ein Büro mit geheimen Waffenplänen. Können Sie mir zufällig sagen, wo das ist? Shut an IL right now. Nein? Niemand? Ich meine, das da hinten schaut ein bisschen aus, als könnte dort ein Büro chillen. Ach, Leute, Emote. Mein Emote ist noch nicht freigegeben, leider. Mein Emote, was ich mir von Kaitos hab anfertigen lassen. So, still, Geist und durchdacht. So, ja, ich glaube, da oben irgendwo ist noch ein Dingensbummens. Der letzte Lauf für lange Zeit. Ja, ich hatte,
Ich hatte mir zwei neue Emote-Slots angeholt, indem ich einfach ein bisschen Geld ausgegeben habe. Weil ich gerade die Möglichkeit dazu hatte. Aber ja, also ich hatte drüber nachgedacht, ich bin jetzt momentan, ne, weil ich halt viele Subs verschenkt habe und die wenigsten Leute, die halt von sich aus erneuern, was auch vollkommen okay ist. Ne, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin da salty oder sowas wegen. Achso, hier oben ist auf jeden Fall nichts, außer Spielkarten, super. Ich glaube, jetzt sind ja auch keine Gegner mehr. Genau, wohin wollte ich mit dem Gedanken? Achso, ich müsste jetzt halt quasi, ich glaube, 20 Abonnenten oder so raushauen und das, nee. Na, also ich hatte, ja, von einem Viewer ein ganz großes, Geschenk bekommen. Und, na, also eine ganz große Donation, davon habe ich ja ganz viele Subs rausgehauen. Und dann habe ich halt einfach nochmal irgendwie 6 Subs oder so rausgehauen, um auf die 35 Punkte zu kommen. Na, und dann habe ich halt direkt schon Kaitos beauftragt, ne? Für ein Emote. Und nächsten Monat, ne, September werde ich dann, September sage ich schon, nächster Monat ist Oktober. Oktober werde ich dann auch nochmal einen neuen, ein neues Emote in Auftrag geben oder ein zweites Emote in Auftrag geben. Ne, dass wir dann 3 von 4 Slots voll haben. Ich warte ja noch immer so darauf, dass mir ein Emote fertig gezeichnet wird, aber die Person hat leider ein bisschen viel zu tun momentan. Ne, weswegen es noch nicht dazu gekommen ist, leider. So, okay, ist da oben ein Büro, in das ich rein kann? Andernfalls muss ich wohl einen Plan verpasst haben, weil dann würde ich die letzte Sprengladung anbringen und hier rausschleichen wollen. Welches das jetzt kommende Emote ist, verrate ich nicht. Aber wir bekommen ja beide, ne? Wir bekommen einen Love und einen Gasm-Emote. Dementsprechend sollte sich eigentlich niemand schlecht fühlen oder sowas. Nun, Knut. Ja, dann bringen wir mal die letzte Sprengladung an, damit hier höchstwahrscheinlich ein Panzer reinrollt, für den ich jetzt meine Panzerfaust habe. Ja, mein guter alter Panzerschreck. Get out of me, Swamp! Ich habe Lina für 2 weitere Emotes schon instruiert, aber wie erwähnt, wird es dauern, bis da weitergeht, also bis sie wirklich benutzt werden können. Du kannst... Oh, wie heißt das? Better Twitch TV, glaube ich, heißt das? Da gibt's eine Möglichkeit, dass du quasi dort Emotes hochlädst, die dann Leute, die das Better Twitch TV Plugin haben, auch nutzen können. Ne, so machen das andere zum Beispiel, die ich kenne. Die haben über Better Twitch TV sich relativ viele Emotes geholt damit. Ne, oder halt Möglichkeiten für Emotes-Slots damit geholt und nutzen das dann. So. Ich glaube, es ist Better Twitchy. Wir müssen einfach mal reingucken. Platziere eine Sprengladung an der Ratte. Oh! Ich fühle mich hier nicht sicher. Wachsam bleiben. Weitersuchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Meldung unnötig. Okay. Okay.
Hard Safe machen. Ist der Panzer kaputt? Nope. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Ich hab den doch voll mit dem Panzerfaust getroffen. Der Panzer so nah. Musst du besser machen als das. Bomben, ganzes Auto wäre Geist. Nein, da muss ich Hunden. Es ist und bleibt ein Rätsel. Geräusch gehört. Wait, ein explodierender Panzer macht Geräusche? Again. What the Weil halt niemand weiß, von wo es kommt. Deswegen. Deswegen bin ich ein Geist. Dass es ein ich war, ist sehr wahrscheinlich für die. Aber die wissen halt nicht, von wo es kommt. Deswegen, ich bin überall und nirgendwo. Ich bin Huibu, das Schlossgespenst. War hier nicht noch ein Dude? Waren das nicht zwei? Er so, hallo! Ich weiß aber nicht, wo er steht, ist das Problem. Ja, aber spätestens nach der ersten Rakete hätte ich auf eine zweite geachtet. Naja, Logik und so. Ach. Logik, Schmogik. So, jetzt mal ganz ernst gemeint. Ist er, wo steht der Dude? Weil ich sehe ihn nicht. Ich will ganz gerne noch die Panzerschreckmunition mitnehmen, deswegen frage ich. Kann ich hier rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Ich meine, der hinterlässt eine riesige Rauchschotte. Ja, die können aber doch kein Rauchzeichen lesen, Nod. Jetzt können wir dir jetzt sagen, was war das? Das muss ich mir wohl eingebildet haben. War wohl nur der Wind. Der mit mehreren 100 Kilo Explosion auf Sachen schießt. Ich weiß halt wirklich nicht, wo der Dude ist. Naja. Wir werden ihn gleich finden. Die können gar nicht, sind eine Schande für diese Uniform. So, dup, 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 dup. Achso, stimmt, ich kann ja nochmal sprinten. Puh. So, da sind ein paar Tote auf einem Haufen. Ne, das ist Generatorrauch. Keine Ahnung, der Typ ist halt auch gerade ein Geist für mich. Zwei Geister an einem Ort. Beide wissen nicht, wo lang es gehen muss. Spätestens, wenn ich hier gleich einen Kreis bekomme oder sowas, kannst du absprechen und dann mal rumlaufen und schauen, wer auf die, von wo er auf mich schießt. Ich hätte halt gedacht, dass der da hinten irgendwo ist. Da. Aber anscheinend nicht. Ich sehe ihn halt nicht auf der Karte, ist halt das Interessante für mich. Z-
So, weil ich bin ja da hinten rumgelaufen und er war nicht auf meiner Karte und ja. Vielleicht ist er einfach gegangen. Also, na, fuck it. So. Habe ich meinen Panzerschreck eigentlich nachgeladen? Nein, dann machen wir das noch einmal. So. Und nehmen jetzt nur mal die Panzerschreckmunition an uns, die wir hier rumfliegen haben. So, Wunderbärchen. Und dann rennen wir mal hoch zum Panzer. Vielleicht ist er Lust, um Zigaretten zu holen. Es kann auch sehr gut sein, ja. Höchstwahrscheinlich ist er irgendwo da im Panzer. Vielleicht ist er auch episch in den Aufzug gesprungen, muss nur warten, bis er losfährt. Das kann natürlich auch sein, ja, doch. Naja. Naja, naja. Kann ich eigentlich mich hier dran hochklettern? Nein. Okay. Wie soll ich dann sonst auf den Panzer kommen? Muss ich da gleich einmal drauffallen, oder wie? Oder kann ich mich hier dran hochziehen? Ja. Vielleicht hat auch Til Schweiger gestoffen, ist noch mitten in der Prügelei. Das kann natürlich auch sein. Dass ich die Leiter nicht nutzen kann, ist so weird. Vielleicht ist der auch Til Schweiger. Ah! Ja, dann ist auf unserer Seite. Was ist das für ein Koloss vom Panzer? Das ist die Ratte. Frag mich nicht, warum es die Ratte sein soll. Ich bin mal ehrlich und würde behaupten wollen, dass nie im Leben irgendein Deutscher einen Panzer eine Ratte genannt hätte während des Zweiten Weltkriegs, aber okay. Und hat gemerkt, dass ich hier keine dumme Frau Aufreißerrolle bekommen hat und ist gegangen. In Ordnung, nichts wie weg hier. 77 Meter, warum habe ich das Gefühl, dass das nicht so einfach funktionieren wird, wie ich es mir erhoffe? Einer unserer ersten Hobbitzen hieß der kleine Hans. Das ergibt meiner Meinung nach aber auch Sinn. Na, aufgrund von Kindergeschichten und sowas, der kleine Hans und. Leitern hochgehen, das ist so unlogisch. Eine Leiter leitet doch Strom. Da hast du was richtig erkannt, Alternis. Ja, doch, ja. Ich mag es nicht so auf offenem Feld rumzulaufen. Bin ich ehrlich. Als Scharfschütze ist das nicht so mein Freund. Genau, und die Amerikaner sind die Rattenfänger. Also hier hat man sie hoch mit der Ratte. Von der Ratte beschossen! Hört der irgendwann auf? Ich hänge an irgendeiner Metallplatte fest. Super. Ah! Wait!
Ich habe gehofft, das ist jetzt so, naja, soll das ein Russenpanzer sein oder gehört er zum Deutschen Reich? Das ist, die Ratte soll ein deutscher Panzer werden. Oder gehört er ganz woanders hin? Nope. Die Ratte soll ein deutscher Panzer sein. Oder werden, halt. Der mit Marinemunition um sich feuert. Okay, ich glaube, der Dude ist kein Problem für mich. Ich glaube, ich muss aufhören, ein Geist zu sein. Jetzt. Entweder das oder ich habe interessantes Glück und komme da irgendwie umher. So, ich muss jetzt wegen dem Typ da hinten aufpassen, den ihr da gerade rumlaufen seht. Bis der mich nicht sieht. Achso, der patrouilliert sogar nur. So. Er steht halt wirklich kacke, wisst ihr das, Mates? So, jetzt ganz vorsichtig einmal hier umher tapseln. Der Panzer sieht echt aus, als wäre das Hingespinst vom Deutschen Reich. Der Panzer ist halt, der soll halt immun gegenüber gegnerischem Panzerfeuer sein und soll, ne, jetzt ganz großes, theoretisch, mit Marinemunition schießen. Ne, sprich, er soll ganz viel Bumm machen, aber nicht Bumm gehen. Was ich behaupte mal einfach in der Kriegszeit, oder ne, sagen wir mal, ich glaube nicht, dass während des Zweiten Weltkriegs Deutschland wirklich die Ressourcen gehabt hätte, um solch eine Art von Panzer in Masse zu produzieren. So wie es halt quasi von dem Spiel jetzt hier vorgeschlagen wird und gesagt wird, ey, das wäre doch hier super klug, dass, wenn wir das tun würden. Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie sinnig funktioniert hätte. Aber gut, ich kenne die Wirtschaftslage von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs nicht. Dementsprechend kann ich hier auch komplett falsch liegen. So. Im Sinne von Stahlproduktion, wie viel die wirklich davon hatten und. Ach, hier ist, wo ich die... Ah, nee, da hinten habe ich die Dudes runtergeworfen. Ich kenne sie auch nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Nischenwissen. Das würden die wenigsten wirklich aktiv kennen. Die sich sehr gerne mit dem Zweiten Weltkrieg aus beschäftigen. Die vermutlich... Die sich damit auskennen. So. Nest Instinct als Achievement bekommen. 22 von 32 gefunden. Ach, guck mal, jetzt soll ich das zum... Ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich das vorher nicht kaputt machen konnte. Weil ich es jetzt nutzen soll.
Es ist Hitler sehr groß und sehr monströse Ideen hatte, die er aber... Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Helfen Sie mir! Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß, wen ich töte. Wahlen ist tot und die Ratte zerstört. Aber der Krieg ist bei weitem nicht vorbei. Es gibt noch viele Ziele, die eine Kugel wert sind. Und Männer, die sterben müssen. Zeit, mir einen neuen Auftrag zu suchen. Wait, war das schon die letzte Mission? Kammerjäger, Experte, gewöhnlicher Soldat und Zeit zum Nachladen bekommen als Achievements. Das war das Hauptspiel. Ich dachte, wir hätten jetzt noch ein bisschen mehr. Also, ich habe mit einer Mission noch mehr gerechnet. Okay. Hitler war so ein bisschen größenwahnsinnig, kann man das so sagen? Ich würde es behaupten wollen. Also ich weiß, dass Sniper-Elite-Spiele nicht unbedingt lang sind. Insbesondere, weil sie meiner Meinung nach einen hohen Wiederspielwert haben. Dadurch, wie man sich quasi selbst Restriktionen setzen kann. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich möchte nur mit dem Scharfschützengewehr spielen oder ich möchte nur sneaken. Ne? Das heißt, sobald ich irgendwie einen Angriff auf mich gezogen habe, Neuladen. Aber das ging jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Egal, wir haben ja noch die DLC-Mission, die ich ja auch noch machen wollte. Mörder. Was ich ganz... Also diesen Callback fand ich jetzt super weird. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass ich nicht Wahlen in einer Extra-Mission erschießen durfte. Aber okay. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, dass... wir die Munition oder ne, die eine Kugel von unserem Freund da genommen. Ich habe den Namen von dem Dude vergessen, verzeiht's mir. Ist sehr uninteressant für mich gewesen. Wir nennen ihn mal Bruno. Heinz, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Auch wenn ich mir... Ich glaube, der hatte keine Luger gehabt. Dementsprechend, Giesbert war es. Outsourcing, Matthew Baxter. Aber ja, also Sniper, ja. Ich glaube, niemand holt sich ein Sniper-Elite-Spiel, ohne zu wissen, was drin ist. Dementsprechend, wenn euch das Spielprinzip gefällt, wenn euch Sniper-Elite 2 gefallen hat, dann wird euch der dritte Teil vermutlich mehr gefallen, weil ihr mehr offene Flächen habt, über die ihr snipern könnt. Was ich so ein bisschen schade fand am zweiten Teil. Das war halt, das Problem am zweiten Teil war halt das Setting, dass wir großteils in Berlin waren und dementsprechend halt die Straßenschluchten hatten. So, da konnte man halt nicht unbedingt viel umher snipern. Aber in dem Spiel fand ich das voll okay. Ne, wir hatten häufig große, weite Flächen, über die hinweg wir schießen konnten. Ne, jetzt auch in der Lagerhalle, in der wir jetzt gerade waren, hätte man auch über weite Entfernung schießen können, auch wenn das trotz alledem relativ restriktiv war. Aber ja. Joa. Den vierten Teil besitze ich übrigens. Durch die Aufdeckung des Projektes solche ist es noch dringlicher geworden. Und um sicherzustellen, dass ähnliche Pläne niemals verwirklicht werden können, unternahmen alliierte Streitkräfte den Versuch, während einer 5-monatigen Bombardierung die deutsche Stahlproduktion lahmzulegen und das Kriegsende herbeizuführen. Die sogenannte Schlacht um die Ruhr erlebte ihren unerschrockenen Höhepunkt im Mai 1943 mit der Operation Chastise und der Zerstörung der Möhne- und Edertalsperren durch die 617. Staffel. Die Nazis stellten ihr Programm Ratte 1943 ein und das Projekt Wunderwaffe war lediglich eine Fußnote der Geschichte. Wait! War das Projekt Ratte wirklich ein Projekt? Jetzt muss ich das mal ganz kurz googeln.
Der Landkreuzer P-1000 Ratte war ein möglicherweise fantasievoller Entwurf für ein Landschiff für Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, der möglicherweise im Juni 1942 von Krupp-Direktor Edward Grott unter dem Namen Landkreuzer. Okay. Das Projekt hat die Bestätigung Hitlers bekommen, der Interesse an die Entwicklung des Panzers erörtert hatte, aber wurde von Albert Speer in 1943 abgebrochen. Okay. Anscheinend war das so okay. Sachen, die du jeden Tag nicht kennst, du. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ich plötzlich irgendwie so ein Voice-Over in die Credits bekomme. So, okay. Hop, 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 okay. Dolby and Double D Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The characters and events depicted in this game are fictitious. Any similarities to actual persons, living or dead, is purely coincidental. Ich wäre daran interessiert, das Spiel in Englisch zu spielen. Einfach nur, um zu hören, wie die Deutschen vertont worden sind. Ich meine, einige der deutschen Voice Lines aus der englischen Fassung haben wir, glaube ich, gehört. Und da würde ich behaupten wollen, dass die nicht von Deutschen gesprochen wurden. Oder die wenigsten. Also, dass das... Ich gehe mal davon aus, dass das wieder so ein... wir lassen Engländer oder Amerikaner einfach deutsche Sätze lesen. Ey, Shaki, vielen lieben Dank für den Raid und Hallöchen an die Leute, die mit rübergekommen sind. Was geht ab bei euch? Was hat es gegeben? So. Ja, okay, wir haben die Pläne über die verbesserte Waffe nicht eingesammelt. Aber gut, weiter. Jo, das war die Kampagne. Okay. Ich hätte halt wirklich gedacht, wir hätten da noch einen mehr. Minecraft hat es gegeben und hallo. Ah, Minekraft. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Missionen. Ja. So. Aber ich habe hier noch 4 DLC-Missionen. Eine Jagd auf den grauen Wolf, im Schatten, in der Höhle des Löwen und Konfrontation.